Während in Fukushima verstrahltes Wasser ins Meer läuft und Experten schätzen, dass die 3 geschmolzenen Reaktorkerne frühestens in 40 Jahren geborgen werden können, gibt es zur Abwechslung plötzlich auch mal eine gute Nachricht. Ein Überbringer der guten Nachricht war Wolfgang Weiß, Chef der deutschen Delegation bei UNSCARE, dem Ausschuss der UN zur Untersuchung der Auswirkung atomarer Strahlung. Wir sehen statistisch keine direkten Risiken oder Gesundheitsfolgen für die japanische Bevölkerung durch Fukushima. Leider wollte bei UNSCARE niemand mit uns sprechen, wohl aus gutem Grund. Der UNSCARE-Bericht, der jetzt im Oktober erwartet wird, von dem uns eine Vorabversion vorliegt, den sehen wir ganz kritisch, weil wir ihn als Verharmlosungsversuch sehen. Alex Rosen, Mediziner und Strahlenexperte, beschäftigt sich seit langem mit den Risiken radioaktiver Strahlung für Kinder und nachfolgende Generationen und gehört zur deutschen Sektion der Vereinigung Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs. Wider besseren Wissens hat die japanische Regierung sich geweigert, den Kindern Jodtabletten zu geben, weil sie keine Massenpanik verursachen wollten. Wir wissen, dass Kinder, die radioaktivem Jod ausgesetzt werden, ein erhöhtes Risiko von Schilddrüsenkrebs haben. Und wir haben jetzt eine stark erhöhte Zahl von Schilddrüsenkrebsfällen im Vergleich zu dem, was wir erwartet hätten. Beim Massenscreening von Kindern aus der Präfektur Fukushima wurde eine hohe Zahl von Auffälligkeiten an der Schilddrüse entdeckt. Beim Massenscreening wird eben mehr gefunden, heißt es offiziell. Also alles im Rahmen der Statistik? Für Alex Rosen geht der UNSCARE-Bericht von verschiedenen falschen Annahmen aus. Sie behaupten zum Beispiel, dass der Fötus, das ungeborene Kind, eine ähnlich hohe Strahlenempfindlichkeit hat wie ein Kleinkind. Das läuft jeder strahlenbiologischen Erkenntnis zuwider. Natürlich haben Föten eine viel höhere Strahlensensibilität. Ihr Gewebe, ihre Zellen teilen sich viel schneller und sind deswegen viel empfänglicher für Strahlung und für Mutationen. Wir treffen den Epidemiologen Wolfgang Hoffmann von der Universität Greifswald. Auch er hat als Experte einige Zweifel an den Aussagen des Berichtes und sieht sogar Parallelen zu Verharmlosungen wie im Fall Tschernobyl. Jetzt Prognosen zu machen über die Zukunft ist unseriös, insbesondere wenn da drin steht, dass es kein Risiko geben wird. Das ist sicherlich nicht der Fall. Es wird mit Sicherheit eine erhöhte Krebsrate geben. Hoffmann weiß um mögliche Konsequenzen des UNSCARE-Berichtes. Kritiker könnten nun ganz offiziell der Panikmache bezichtigt werden. Und auch etwaige Schadenersatzforderungen könnten so bereits im Vorfeld verhindert werden. Man darf nicht unterschätzen, dass natürlich hier ein erheblicher Druck von verschiedenen Seiten auf diese Kommission auch ausgeübt wird. Unabhängig davon, dass natürlich auch zahlreiche kritische Experten in dieser Kommission gar keine Chance hätten, aufgenommen zu werden. In UNSCARE sitzen vermehrt Wissenschaftler, die eine Karriere haben in den Atomenergiebehörden der unterschiedlichen Staaten, in Atomregulierungsbehörden, bei der IAEO. Eine Organisation, die es sich auf die Fahnen schreibt, weltweit die Atomenergie zu fördern oder sogar in Atomkraftfirmen, die damit Geld verdienen, diese Atomkraftwerke zu bauen und zu betreiben. Hat man da die Böcke zu Gärtnern gemacht? Oder sind deutsche Ärzte einfach klüger als 72 internationale Experten, die einmütig hinter dem Delegationsbericht stehen? Allerdings einmütig war es wohl nicht. Wir entdecken in einem Pressebericht den Hinweis, dass sich die belgische UNSCARE-Delegation zuerst weigerte, den Bericht zu unterzeichnen. Also gab es auch internen Streit? Wir fragen das Hans van Marke, Leiter der belgischen Delegation, aber der will uns darüber keine Auskunft geben. Also nehmen wir über Videoanruf Kontakt zu dem Journalisten auf, der für den Artikel recherchierte. Kommissionsmitglieder sagten mir, dass der Bericht so geschrieben wurde, um die Konsequenzen der Katastrophe in Fukushima herunterzuspielen. Und dass man sogar so tat, als gäbe es die Erfahrungen und Studien von Tschernobyl nicht. Darüber wurde gestritten. Das passt zu einem anderen Fakt. Ein Großteil der Daten, auf dem der Bericht basiert, kam von der WHO. Ein 50 Jahre alter Knebelvertrag mit der Internationalen Atomenergiebehörde hindert die WHO an einer uneingeschränkten Berichterstattung über die Gesundheitsrisiken von Strahlung. Es gibt keine Abteilung in der WHO,
die sich mit den gesundheitlichen Folgen von Strahlung befasst. Die WHO beruft sich, was dieses Thema angeht, auf die Erkenntnisse und die Expertise der Internationalen Atomenergiebehörde. Dabei gab es so eine Abteilung schon mal. Der britische Strahlenbiologe Keith Baverstock leitete bei der WHO ein Forschungsprogramm über Strahlenrisiken. 2001 wurde es ohne Begründung beendet. Baverstock, der heute in Finnland forscht, wurde versetzt. Über Videoanruf nehmen wir Kontakt auf. Die Internationale Atomenergiebehörde war nicht sehr glücklich mit den Ergebnissen meines Programms. Es wurde, wenn Sie so wollen, nicht durch die WHO in Genf kontrolliert, denn unser Büro war unabhängig. Die WHO hatte grundsätzlich nicht allzu viel Kontrolle über das, was herauskam. Und ich glaube, das haben sie gar nicht gemocht. Verhinderte Forschung, interessengeleitete Experten, Verharmlosung. Wie schon damals bei Tschernobyl. Man hat wohl nichts gelernt, oder? Wollte es auch nicht.